Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zu unserem dritten Cook and Talk hier heute von der Internationalen Grünen Woche Digital im Jahr 2021. Ein Angebot, das Sie nur über unsere Social Media Kanäle, was heißt nur, genießen können, leider nicht vor Ort sein können. Wir hoffen, dass das nächstes Jahr wieder anders sein wird. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie dann wieder das alles werden genießen können. Ja, Corona sorgt eben in diesem Jahr dafür, dass wir nicht wie gewohnt Ihnen präsentieren können, was es sozusagen an neuen Trends gibt, dass Sie es direkt vor Ort probieren können. Aber wir versuchen Ihnen schon hier einen Eindruck zu vermitteln, welche Trends es zumindest gibt. Und dazu haben wir hier etwas aufgebaut. Das können Sie hier einmal sehen. Hier unseren Wie schmeckt die Zukunft? Zukunft schmeckt unser Iglu. Wir haben einen Übertragungswagen und wir haben hier unseren Foodtruck, bei dem wir gleich uns ein bisschen erklären lassen, wie man auch mit bestimmten Fleischersatzalternativen oder aber auch mit anderen Proteinalternativen etwas machen kann. Ja, also ich freue mich auf interessante Gäste, die wir gleich hier haben werden, wie Dirk Liebenberg, der sich mit ProVec international für eine pflanzenbasierte Ernährung einsetzt. Heike Miville Müller von Garden Gourmet, die kennen Sie bereits aus den letzten Jahren, da sage ich gleich noch was dazu. Und wir wollen natürlich dann auch noch sprechen mit Tristan Förster von Climate Partner. Das ist ein Unternehmen, was Lebensmittelhersteller, aber auch Händler berät, wie man möglichst klimafreundlich die Produktion gestalten kann. Gekocht wird natürlich auch. Sie haben es gerade schon kurz gesehen und deshalb möchte ich wie immer auf der Grünen Woche an unser Kochteam abgeben, an Sebastian Morgenstern in unserem Foodtruck. Der bereitet jetzt was zu, was ich dann hinterher allerdings genießen kann. Bitteschön. Ja, herzlich willkommen hier im Foodtruck mit Storchi und Kev aus Köln. Ich bin Sebastian Morgenstern. Wir zeigen euch Trends zum Thema Wie schmeckt die Zukunft und haben heute den Themenschwerpunkt klimaneutrale Küche. Klimaneutral bedeutet für uns auch, Garvorgänge zu kompensieren. Wie kann ich was zusammenführen? Wie kann ich mit möglichst wenig Energieaufwand Sachen schaffen? Wie kann ich gut vorbereiten auch? Und wie kann ich meine Zeit intensiv nutzen, um verschiedene Gerichte für verschiedene Tage einfach herzustellen, die ich dann in verschiedenen Snacks und kleinen Portionen genießen kann. Wir machen die jetzige Kochshow mit zwei sehr interessanten und innovativen Produkten. Das ist einmal ein veganer Thunfisch. Das muss man auf jeden Fall mal probiert haben. Der vegane Thunfisch kommt dem Richtigen schon sehr, sehr nah. Und wir verwenden außerdem dazu Nudeln der Firma Rettergut, eine Firma, die sich auf die Fahne geschrieben hat, Lebensmittelabfälle, die bei der Produktion entstehen, einfach noch weiterzuführen, weiterzuentwickeln und daraus alternative Produkte herzustellen. Wir werden dafür einen mediterranen Nudelsalat heute kreieren. Der Nudelsalat kann gut aufgehoben werden. Man kann ihn auch später einfach nochmal erwärmen, man kann ihn mit Käse gratinieren und wir haben dann schon noch mal ein zweites Gericht im Prinzip geschaffen, oder? Wir können ihn auch in der Pfanne durchschwenken mit dann vielleicht noch ein bisschen Tomatenpaste mit dazu und haben so einfach Nudeln mit Thunfisch und vielleicht ein paar Kapern drin. Was kann man sonst noch reinmachen? Oliven passen da auch noch sehr gut rein. Und ja, wir werden uns jetzt hier erstmal weiter damit beschäftigen und wünschen euch viel Spaß bei den Gesprächen und ich gebe mal zurück an Herrn Minhoff wieder in das Iglu und wir sehen uns gleich nochmal wieder. Ich denke gleich in 20 Minuten, vielleicht 15 Minuten sind wir wieder für euch da. Ja, vielen Dank erstmal. Also das war bisher schon lecker heute, aber da bin ich besonders gespannt drauf, wie das am Ende schmecken wird. Also zurück zu unserem Thema Lebensmittel, das liegt in der Natur der Sache, erzeugen ja zwangsläufig in ihrem Gesamtlebenszyklus natürlich Emissionen.
Rund die Pro-Kopf-Emission in Deutschland von Lebensmitteln liegt bei 18%, und das Ziel Klimaneutralität in der Lebensmittelkette erfordert es, dass im Grunde alle Stufen dieser Lebensmittelkette vom Landwirt bis am Ende hinten hin zum Handel, aber auch dazwischen Handwerk und Hersteller sich mit dem Thema Klimaschutz und dem Thema Emissionen befassen. Viele Lebensmittelhersteller haben sich bereits dem Ziel, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, verschrieben. Da passiert eine ganze Menge. Und bevor wir ein konkretes Beispiel Ihnen vorstellen, möchte ich Sie auffordern, uns durchaus auch gerne Fragen zu schicken über unsere Social-Media-Kanäle. Machen Sie das, wir versuchen die dann entsprechend zu beantworten. Wir zeigen Ihnen aber noch mal kurz, wir führen noch mal kurz ins Thema ein klimaneutrales Wirtschaften. Ob die Umstellung auf Solarstrom, intelligentes Energiemanagement oder Aufforstungsprojekte zur CO2-Kompensation. Klimaschutz steht bei der Lebensmittelwirtschaft im Vordergrund. Als Verband haben wir dafür eine erfolgreiche Klimaschutzkampagne ins Leben gerufen. Während unsere Unternehmen bemüht sind, stets neue, umweltschonende Produkte zu entwickeln. Zum Beispiel den ersten Thunfisch auf Pflanzenbasis. Wie das funktioniert und schmeckt, erfahren Sie jetzt in unserem Talk. Ja, und als meine Gesprächspartner begrüße ich ganz herzlich einmal Dirk Liebenberg. Er ist Senior Projektmanager bei Provec und berät Einzelhandel und Lebensmittelhersteller, wie sie ihr pflanzenbasiertes Produktangebot verbessern können, zielgruppenspezifisch und damit auch so, dass es beim Verbraucher am Ende ankommt. Mit seiner Organisation Provec, das versteht sich von selbst, setzt er sich natürlich für eine pflanzenbasierte Ernährung ein. Darüber reden wir gleich. Und ich begrüße Heike Miville Müller. Sie ist bei Garden Gourmet verantwortlich für die Geschäftsentwicklung in Deutschland und keine Unbekannte hier bei uns auf der Grünen Woche. In den letzten Jahren waren wir hier live zusammen immer und konnten schon tolle neue Produkte genießen. Ich denke an die tolle vegane Bratwurst, die wir im letzten Jahr hier verköstigt haben. Sehr zur Freude der vielen, vielen Besucher. Und nächstes Jahr gibt es bestimmt wieder was ganz Ähnliches. Und jetzt kommen Sie mit veganem Thunfisch. Das ist wirklich nochmal irgendwie eine zunächst völlig überraschende Idee. Wie kommt man auf die Idee, veganen Thunfisch zu machen, und wie geht das überhaupt? Ja, eigentlich relativ einfach auf die Idee zu kommen, erstmal in erster Linie. Wir sind ja in Sachen Fleischersatz schon ganz gut unterwegs bei Garden Gourmet, also war es so ein bisschen naheliegend, sich auch in anderen Feldern zu tummeln, und dann haben wir gesagt, wir stechen in See und schauen mal, was es im Fischbereich so gibt. Und Thunfisch ist einer der drei beliebtesten Fische in Deutschland, und da haben wir uns gedacht, das wäre doch mal eine richtige Innovation, wenn wir uns tatsächlich mit dem Thema Fisch beschäftigen, und haben dann den veganen Thunfisch entwickelt und sind sehr, sehr stolz, dass wir dem auch demnächst in den Handel bringen können. Wie funktioniert das? Das ist so ein bisschen der schwierigere Teil der Frage. Der Weg dahin war nicht ganz so einfach und relativ lang. Wir haben aber das Glück, dass wir auf die Forschung und Entwicklungskollegen bei der Nestle zugreifen können. Da haben wir ein sehr, sehr großes Team, das sich ausschließlich mit der Entwicklung von pflanzlichen Produkten beschäftigt. Und mit denen zusammen wurde dieses Produkt dann geboren. So ein bisschen die hohe Kunst dabei ist natürlich zum einen neben dem Geschmack und der Saftigkeit tatsächlich die Konsistenz hinzubekommen. Und das ist eigentlich die größte Schwierigkeit. Unser Thunfisch basiert auf Erbsenprotein. Und da haben wir halt eine Technologie entwickelt, die Fasern des Proteins Erbse bei einer bestimmten Temperatur und einem festgelegten Druck in die Länge ziehen. Und durch dieses in die Länge ziehen, durch diesen Prozess erhält man diese fischähnliche Konsistenz. Zusammenfassend lässt sich eigentlich sagen, die Kunst darin ist, genau das richtige Verhältnis von Temperatur und Druck zu finden, damit man zum einen die Konsistenz hinbekommt und dann natürlich
an dem Geschmack und der Saftigkeit zu arbeiten, sodass der Verbraucher keine Verluste oder keine Kompromisse im Geschmack oder in der Qualität dieses Produkts dann eingehen muss. So Totschlagargumente, die immer gerne kommen, wenn es um pflanzenbasierte Ernährung geht. Also erstens, da wird viel drüber geredet, aber essen tut es keiner. Oder irgendwie, das ist alles viel zu aufwendig und da sind so viele Zusatzstoffe drin. Ist es nicht am Ende auch wichtig, wer sich damit befasst mit dem Thema? Also das war ja bisher eher immer so ein Nischenmarkt, aber jetzt haben wir hier mit Garden Gourmet zum Beispiel einen doch sehr großen Hersteller, der da in den Markt reindringt. Macht das einen Unterschied? Ja, also die Zielgruppe oder die Verbraucher, die sich zunehmend mit diesem Thema auseinandersetzen, wächst in Deutschland. Also wenn wir uns die Flexitarier anschauen, sind das um die 50% der Bevölkerung, also schon signifikante Größe. Und das sind hauptsächlich Verbraucher, die hin und wieder mal auf Fleisch verzichten wollen, aber halt nicht auf den Geschmack zwangsläufig. Und die wollen sich halt auch nicht in ihrem Einkauf oder beziehungsweise in ihrem Kochen einschränken. Von daher, die Zielgruppe ist gut, es ist sehr groß. Viele Menschen beschäftigen sich damit aus unterschiedlichen Gründen. Das eine ist natürlich das Thema Klima, aber auch Tierwohl und die eigene Gesundheit sind so ein paar Faktoren, warum sich immer mehr Menschen dafür entscheiden. Und der Markt ist sehr dynamisch. Mittlerweile in den letzten 2 Jahren gibt es immer mehr Anbieter, die diese Art von Produkten herstellen und anbieten, was natürlich dazu führt, dass die Qualität auch immer besser wird und sich immer mehr Menschen dann auch dafür entscheiden, das ein oder andere Produkt mal auszuprobieren. Also von daher ein sehr, sehr spannendes Marktumfeld, in dem wir uns da bewegen. Eine Frage an Herrn Lieberberg. Herr Lieberberg, bei Ihnen geht es ja eigentlich oder geht es doch ursprünglich, geht es doch hauptsächlich um Fragen von Tierwohl oder Tiere essen ja oder nein. Aber jetzt kommt eben noch ein weiteres Thema mit dazu, nämlich eben Klimaschutz. Spüren Sie das auch in Ihrer Tätigkeit, als NGO, wie sich da Dinge verändern? Ja, auf jeden Fall. Also wir merken, dass das Thema pflanzenbasierte Ernährung aus verschiedensten Gründen immer aktueller wird. Und ursprünglich sind natürlich viele Konsumentinnen und Konsumenten auf die Idee gekommen, aus diätischen Gründen. Aber wir sagen immer, es gibt eigentlich 5 gute Gründe. Und zwar sind es halt Umwelt- und Klimaschutz zusätzlich zum Tierschutz. Gesundheitliche Gründe auch. Pflanzenbasierte Ernährung bringt einige gesundheitliche Vorteile auch mit sich. Auch die Ernährungsgerechtigkeit, wenn wir die Anbaufläche für Futtermittel direkt für tatsächliche Lebensmittel, die durch Menschen verzehrt werden können, benutzen würden, dann könnten wir ganz einfach die komplette Weltbevölkerung ausreichend ernähren. Und nicht zuletzt auch der Geschmack. Also ich bin jetzt seit fast 3 Jahren selbst komplett auf einer pflanzenbasierten Ernährung. Und ich muss sagen, ich habe so viele neue Geschmäcker entdeckt, die ich vorher nicht kannte. Also da aus seiner, aus dem gewohnten Geschmackserlebnis rauszukommen und was Neues auszuprobieren, eröffnet doch auch einiges an neuer Vielfalt und Dingen aus weltweiter Küche, die man vorher noch gar nicht kannte. Für mich hört sich das auch so ein bisschen so an, als wenn so langsam, Gott sei Dank, alle möglichen Player im Bereich Ernährung so ein bisschen aus den ideologischen Schützengräben rauskommen und jetzt mal gucken, was können wir eigentlich wirklich bewegen? So, wie kommen wir voran? Und deshalb habe ich das vorhin mit dem 1% gesagt. Ihnen sind wahrscheinlich auch jeder Flexitarier lieber und jeder, der sich pflanzenbasiert verstärkt ernährt, als jetzt sozusagen nur die reine Lehre zu haben, oder liege ich da falsch? Genau, also das ist auch ganz klar unsere Zielgruppe. Die Menschen, die sich bereits vegetarisch oder vegan ernähren, die brauchen wir nicht zu überzeugen. Die kennen selbst die Gründe, aus denen sie es machen. Wir wollen ganz klar der breiten Öffentlichkeit eine pflanzenbasierte Ernährung näher bringen. Und wir sagen, jeder Schritt zählt. Also wenn man sich sagt, okay, diese Woche
esse ich halt einmal mehr pflanzlich als normalerweise. Das ist auch schon ein Schritt in die richtige Richtung und dabei unterstützen wir sehr gern und ja, liefern diverse Informationen auf unserer Website bei der Veggie Challenge, bei der man sich anmelden kann. Und ja, zielen da auch ganz klar auf die Leute, die sagen, ich möchte bewusst weniger tierische Produkte verzehren, als die, die sagen, ich möchte alles hundertprozentig richtig machen, weil wir wissen ja alle, dass das auf einmal ein ganz schwerer Schritt ist, aber viele kleine Schritte, das ist einfach und das kriegen wir hin und das macht Spaß. Das war bis hierhin erstmal schon mal ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Herr Liebenberg. Frau Miwil Müller bleibt noch ein bisschen bei uns für die zweite Talkrunde. Wir machen an der Stelle noch mal einen kurzen Break, weil wir ja auch sehen wollen und ich schmecken, was denn am Ende aus diesen wunderbaren Produkten wird. Und deshalb wieder rüber zum Foodtruck. Und wie sieht es denn da im Moment aus? Okay, also jetzt nochmal herzlich willkommen. Ihr seht jetzt hier, ist das alles schon ein bisschen vorbereitet. Wir haben den Thunfisch ein bisschen mariniert mit Sellerie, Zucchini, ein bisschen Thymian, Knoblauch, Möhren und Frühlingslauch, Salz und Pfeffer natürlich. Der Frühlingssalat hier mit den Rettergutnudeln zieht das noch ein bisschen mit dem lauwarmen Gemüse durch. Man kann den auch dafür super gut auf den vielleicht noch heißen Kochtopf stellen, wo das Wasser noch drin ist. Dann kann es noch mal schön nachziehen und kühlt nicht komplett aus. Und hier haben wir ganz frischen Spinat als Salat mit dem Dressing, Senf, Essig und Öl. Und werden das jetzt für euch anrichten. Und ich denke, das ist ein richtig schönes, fast frühlingshaftes Gericht schon jetzt hier in den kalten Jahreszeiten. Und denken vielleicht 4-5 Portionen und ich denke, vielleicht kommt noch jemand vorbei, der dazu Lust hat oder ihr wollt es probieren. Müssen wir mal gucken. Ja, die Frau von eben, die hier vorbeikam. Wunderbar, wir freuen uns drauf und richten jetzt an und geben wieder zurück zu Herrn Mienhoff in sein Igloo. Ja, vielen Dank. Also ich bin wirklich gespannt, wie das dann nachher hier drin schmecken wird. Und ich glaube, da ist viel Zukunft mit dabei. Ja, wie versprochen, Frau Miwil Müller ist weiterhin bei uns. Und jetzt kommt ein weiterer Gesprächspartner hinzu. Ich sehe ihn noch nicht, aber ich hoffe, es passiert gleich. Nämlich Tristan Förster. Wenn nicht, dann, wenn er später kommt, dann spreche ich mit Frau Miwil Müller einfach erstmal nochmal weiter. Das mache ich an der Stelle, weil ich es jetzt nicht genau sehen kann, warum. Was, wenn ein Unternehmen sich so, Frau Miwil Müller, so nachhaltig um einen Turnaround bei der Ernährung kümmert, was ist die Idee dahinter und können Sie dieses unternehmerische Risiko wirklich eingehen, dass es auch wirklich dann am Ende funktioniert? Denn Sie müssen damit Geld verdienen am Ende. Ja, absolut. Also Garden Gourmet ist ja ein Teil der Nestle und damit der Businessbereich, der ausschließlich pflanzliche Produkte herstellt und entwickelt. Und damit natürlich schon einen großen Impact auf Klimaneutralität per se schon hat. Klimafragen beschäftigen uns alle weltweit, weil Klima natürlich einen sehr, sehr starken Einfluss darauf hat, wie wir in Zukunft leben werden. Und deswegen denke ich persönlich, dass da jeder gefordert ist, Privatpersonen, Regierungen, Organisationen, aber auch Unternehmen. Bei der Nestle ist uns ganz besonders wichtig, das haben wir auch in unserem Motto beziehungsweise in unserer Überzeugung, good food, good life. Das heißt, es geht uns nicht nur darum, gute Lebensmittel zu produzieren und anzubieten, sondern natürlich auch einen Beitrag zu leisten, dass die Menschen gut und gesund leben. Und dazu gehört halt das Thema Klimaschutz essentiell dazu. Wir haben uns vorgenommen, weltweit bei der Nestle bis 2050 klimaneutral zu sein.
Und da sind wir definitiv auf einem guten Weg. Und wie gesagt, Garden Gourmet ist ein großer Bestandteil dessen, wenn wir uns dann die Produktpalette anschauen, die dazu beitragen werden. Die Zielsetzung haben Sie gerade genannt, 2050 klimaneutral. Am Ende brauchen Sie den Verbraucher, der mitmacht. Und welches Angebot braucht der Verbraucher, um sich diesem Thema klimaneutrale Ernährung dann zu widmen, weil wir alle wissen, Sie wissen das, ich weiß das, nach allen Umfragen, für die Verbraucher ist es nach wie vor unendlich wichtig, dass ihr Produkt schmeckt und dass sie es auch zu einem bezahlbaren Preis haben. Und wie ist die Herausforderung da? Wie groß ist die Herausforderung und wie realistisch, wie schnell kommt man da voran? Ja, also die Herausforderung ist natürlich sehr, sehr groß, gerade weil wir das Thema weltweit betrachten und damit wird es ja nicht weniger komplex. Um es vielleicht so ein bisschen runterzubrechen, wir schauen uns im Prinzip drei Bereiche an, auf denen wir stark arbeiten, die dazu Beitrag leisten. Das eine ist natürlich das Thema Landwirtschaft regenerativer zu gestalten, aber auch alle Arbeitsschritte, die in der Wertschöpfungskette bis hin zum Teller betroffen sind, diese natürlich auch klimaneutral zu bekommen. Und ein großer Teil ist, ich habe es schon erwähnt, ist das Thema Produkt. Und der Thunfisch zum Beispiel ist ein sehr schönes Beispiel für diese dritte Säule. Aber auch zum Beispiel unser Sensational Burger, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wenn wir uns da anschauen, im Vergleich zu einem Burger aus Rindfleisch, hat der pflanzliche Burger schon 75% weniger CO2-Ausstoß, was per se schon mal ein super Impact ist auf das Thema Klimaneutralität. Natürlich sind das Produkte oder müssen das Produkte sein, die dem Verbraucher schmecken. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hat auch der Kollege von Provetsch gerade gesagt. Geschmack ist die Nummer eins. Und natürlich das ganze Thema ich muss mich nicht großartig umstellen in der Zubereitung oder im Kochen. Das sehen wir jetzt im Zelt bei Sebastian, dass der Thunfisch oder der Burger genauso eingesetzt werden können wie Ihre Fisch- oder Fleischpendants. Das heißt, ich muss mich als Verbraucher nicht umstellen bei weiteren Zutaten, bei meinen geliebten Rezepten und kann so auf eine sehr einfache Art und Weise mich pflanzlich ernähren, ohne Kompromisse. Und vielen das ist Dank so ein bisschen erstmal. Das Ziel. Vielen, vielen Dank. Jetzt ist auch Tristan Förster mit von der Partie. Ein herzliches Grüß Gott nach München. Sie sind, ich muss das, Climate Partners ist bekannt, Geschäftsführer von Climate Partners. Sie, ja, können Sie in zwei Sätzen erklären, was Sie genau oder wie Sie genau den Unternehmen helfen und was Sie da tun mit Climate Partners? Ja, sehr gerne, Herr Mino, vielen Dank. Wir nennen uns Lösungsanbieter im Klimaschutz. Das heißt, für Unternehmen insbesondere, wir entwickeln Möglichkeiten, damit Unternehmen im Klimaschutz aktiv werden können. Und dazu entwickeln wir Software und beraten auch unsere Kunden darin auf dem Weg dorthin zur Klimaneutralität. Und das heißt, wir bieten Instrumente, wie man zum Beispiel eben einen CO2-Fußabdruck eines Unternehmens oder eines Produktes berechnen kann, wie man diesen reduzieren kann mit Zielen über mehrere Jahre hinweg. Vielleicht hat man auch schnelle Möglichkeiten, um weiter nach unten zu kommen mit dem CO2-Ausstoß. Und wir entwickeln sogenannte Klimaschutzprojekte. Das sind beispielsweise Aufforstungsprojekte in Entwicklungsländern, womit man dann einen CO2-Fußabdruck ausgleichen kann. Also wenn man eben nicht mehr weiter reduzieren kann, diesen Fußabdruck auszugleichen, um dann tatsächlich zu einem klimaneutralen Produkt zu kommen. Ist das Nische oder entwickelt sich das zum hinein in den großen Markt der Hersteller? Ganz interessant, dass Sie genau das fragen heute, weil wir sind heute genau 15 Jahre alt geworden mit Climate Partner. Und das war jahrelang ein Nischenthema im Markt. Es waren Unternehmen, die sich das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu Herzen genommen haben, mit denen wir zusammengearbeitet haben, lange Zeit lang. Das hat sich sehr stark geändert seit dem August 2018 tatsächlich, als Greta Thunberg auf die Straße ging und Fridays for Future ins Leben gerufen hat.
weil, da kann ich wirklich sagen, die Kinder haben die Welt verändert. Das hat die Gesellschaft tatsächlich mehr in diese Aufmerksamkeit für den Klimawandel gebracht. Und seit dem Zeitpunkt nehmen auch Unternehmen das Thema sehr viel ernster und betreiben wirklich aktiven Klimaschutz. Das heißt, es bewegt sich jetzt gerade massiv aus der Nische heraus in den Mainstream hinein. Und da wird noch sehr viel kommen in den nächsten ein, zwei Jahren. Wenn Sie ein Unternehmen, Sie müssen jetzt hier keine Unternehmensberatung machen über diesen Weg, aber wenn Sie den Unternehmen einen Tipp geben könnten, womit fange ich an? Was ist der erste Schritt? Wie gehe ich los? Was empfehlen Sie da? Ich empfehle, das ist relativ einfach, den ersten Schritt zu machen. Man muss ihn einfach nur tun, weil wenn man einen langen Weg hat, dann fängt man den an, indem man den ersten Schritt geht. Und da geht es eigentlich darum, zu wissen, wie viel CO2 man denn als Unternehmen auch verursacht. Man kann auch schon damit anfangen, erstmal zu sehen, wie viel CO2 ein einzelnes Produkt verursacht, wenn man zum Beispiel ein Hauptprodukt hat oder wenn man sich jetzt beispielsweise den neuen Thunfisch auf Pflanzenbasis sich anschauen möchte, was hat das für einen unterschiedlichen Fußabdruck versus andere Produkte, was Romy Wild vorhin eben erzählt hat. Dafür gibt es Instrumente, dafür gibt es Unternehmen wie wir, die gerne begleiten, um den ersten Schritt zu machen. Aber ich muss erstmal wissen, wie viel CO2 ich verursache. Wenn ich weiß, wie hoch das ist, dann kann ich anfangen, daran zu arbeiten, das zu reduzieren. Uns läuft leider die Zeit davon, deshalb muss ich mich an der Stelle schon bedanken und ein bisschen Eigenwerbung machen. Die BVE hat mit der Initiative plus-plus-prinzip.de zusammen mit dem Bundesumweltministerium ja auch eine Initiative zum Klimaschutz gestartet, wo Unternehmen sich ausrechnen lassen können oder zumindest Hinweise bekommen, wie sie sowohl dem Klima helfen als auch dem eigenen Unternehmensziel, nämlich Gewinn zu machen. Also vielen, vielen Dank für die Gesprächsrunde mit Ihnen und ja, ich würde Sie noch gerne hinweisen, um 17 Uhr haben wir unseren Mitmach-Koch-Event. Da wird es dann darum gehen, es wird eine Herausforderung auch für mich, mit Insekten zu kochen. Und dann schauen wir mal, wie das am Ende schmeckt. Und diesmal können ja einige von Ihnen, die sich vorher entsprechend angemeldet haben, ja mitmachen. Und ich glaube, dass auch das wird ein spannender Event von mir aus erstmal bis hierhin. Und jetzt nochmal zurück in den Foodtruck. Wie sieht es denn da aus? Und was haben wir denn da noch jetzt? Ah, da kommt, das kommt schon, ich sehe es, es kommt, wunderbar. Ja, ich schon wieder, ich darf wieder testen. Was haben wir diesmal? So, wir haben diesmal einen mediterranen Nudelsalat mit Fenchel und Paprika, mit ein bisschen marinierten Spinat roh und obendrauf ist der vegane Thunfisch. Jetzt aber. Richtig, genau. Und ich freue mich. Wahnsinnig. Ich freue mich. Ich probiere das jetzt. Und Sie können an meiner Reaktion sofort sehen, ob es funktioniert oder nicht. Bisschen davon. Das ist wirklich erstaunlich. Verrückt, ne? Das ist wirklich das erstaunlich. Ist wirklich sehr nah daran. Das ist schon ziemlich nah dran. Das ist wohl wahr. Ja, also, bevor ich Ihnen hier was voresse, vielen Dank fürs Zuschauen. Seien Sie um 17 Uhr wieder dabei bei unserem Koch-Event hier mit Insekten. Viel Spaß!